Liebe Freunde der Nachtigall und Korn ist einfach, wenn man weiß wie. Es ist Spargelzeit. Und was brauchen wir zur Spargelzeit? Das einfachste Produkt, was es gibt in dieser Welt, Sauce Hollandaise. Nichts einfacher wie das. Dazu benötigen wir Eigelb und einen Wein. Und da wir natürlich gucken müssen, ob das schmeckt, was wir in unserer Hollandaise tun, ein sehr edles Tröpfchen, probieren wir diesen Wein. Jetzt folgendermaßen. Wir haben ein Teil Ei und dazu machen wir ein Teil von diesem Wein. Wer jetzt nochmal probiert, der hat ein Problem. Einmal probieren reicht. Dann machen wir etwas Salz, Pfeffer dazu. Ein Spritzer Essig und eine Prise Zucker. Nachdem wir das alles zusammen in der Schüssel haben, nehmen wir einen Schneebesen, wenn es geht, einen sehr feinen Schneebesen. Wir machen das einmal grob durcheinander. Jetzt gehen wir auf unser Wasserbad mit dieser Schüssel und fangen an, das auf dem Wasserbad zu schlagen. Wichtig ist, man sollte sehr schnell schlagen. Und hier kommt das Problem, was die meisten haben. Die meisten schlagen zu wenig, denken, oh mein Gott, ist ja eigentlich schon fertig. Völlig falsch. Wir sind noch ganz am Anfang, wir haben erst 10% geschlagen von dem. Ja, die meisten haben Angst, dass es zu schnell das Rührei wird. Aber bis das Rührei wird, dauert das noch eine Weile. So, jetzt merkt man so langsam, wie es dicker wird. Aber immer noch nicht dick genug. Wir wollen ja eine Sauce Hollandaise, die funktioniert. So, es wird dicker, 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 dicker. Aber wir sind immer noch nicht fertig mit Schlagen. So, jetzt bekommen wir so eine richtig schöne Konsistenz. Man sieht am Rand, sieht man manchmal, wie das, wenn es klumpig wird. Ja? Das ist dann der Moment, wo das Rührei entsteht. Ja, wenn es so am Rand andeckt, dann sind wir in dem Bereich, der interessant ist. Ja, man merkt hier eine wunderbar schaumige, feste Eigelbmasse. So, dann nehmen wir das Ganze etwas aus dem Wasser raus. Vorher war es im Wasser, jetzt ist es aus dem Wasser, weil es ist ja noch heiß, das heißt, es gab noch nach. So, und jetzt haben wir, sind wir eigentlich in der Richtung, die perfekt ist. Sprich, eine fast stehende Eigelbmasse. Jetzt kommt die Butter dazu. Flüssige Butter haben wir hier. Und da sagt man mir, die muss langsam rein. Kein Problem, wir hauen sie rein, da passiert nichts. Weil wir die ganze Geschichte ja entsprechend richtig festgeschlagen haben. So, fertig ist die Hollandaise. Kann es einfacher sein? Nein, aber es ist einfach. Wir probieren. Oh, ein Traum, ein absoluter Traum. Und wie man sieht, eine traumhafte Hollandaise. Gelingt auf jeden Fall, nicht zu früh aufhören zu schlagen, nicht zu spät aufhören, damit wir kein Rührei haben. Perfekt.